Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bei mir auf dem Tisch der niegellagenneue Mojo Baryonyx mit beweglichem Kiefer. Mit der Nummer 387288, auch eine Neuheit für 2020. Richtig, Mojo hat dieses Jahr zwei Baryonyx Modelle herausgebracht. Einmal diesen braun-gelben und eben diesen grünen. Interessanterweise haben wir hier zwei verschiedene Typen von Baryonyx Skulpturen. Denn sie unterscheiden sich rein körperlich komplett voneinander. Hier in dieser grünen Version haben wir eher, ich sag's nicht gerne, aber ja, so eine Cartoon-Figur. Denn der Körper ist im Gegensatz zum Kopf und zum Schwanz doch recht gedrungen. Und wenn ich den gelben daneben halte, dann wisst ihr genau, was ich meine. Der gelbe wirkt da also, kann man realistischer sagen, als dieses Modell. Nun gibt es Modelle, die kann man positiv bewerten, die kann man negativ bewerten oder man kann ganz einfach neutral bleiben. Und ich glaube, bei dieser Ausgabe werde ich das mal tun. Denn rein von den Produktbildern her und was ich auf einem anderen Kanal gesehen habe, war das eine Katastrophe. Und ich habe wirklich lange, lange überlegt, ob ich mir das Ding hier in die Sammlung hole. Jedes Mal, wenn ich shoppen war, hatte ich ihn in meinem Einkaufswagen und haben wieder rausgenommen. Dieses Mal habe ich ihn einfach mal drin gelassen, denn die Figur war auch nicht wirklich teuer. Ihr kriegt es teilweise unter 10 Euro. Und für das, was ich hier vor mir stehen habe, ist es absolut okay. Hat hier und da seine kleinen Schwächen, aber was haben wir hier? Wir haben hier Mojo. Mojo ist ein Spielzeughersteller und ihr kriegt hier, wie ich finde, einen tollen Baryonyx mit einer tollen Bemalung. Das kann ich hier glücklicherweise mal sagen, denn es ist nicht 0815, es ist wirklich originell. Die Farben, die ganze Statur, absolut für einen Dino-Anfänger oder für einen Dino-Liebhaber, der halt gerne die ganze Dino-Line von Mojo bei sich zu Hause hat, eine absolut empfehlenswerte Geschichte. Mit dem Kopf, ja, da muss man wirklich Kompromisse eingehen, aber das schauen wir uns heute hier in diesem Video ganz genau an. Tatsache ist, und da spricht mein Sammlerherz, ich mag dieses Teil und das hätte ich nicht gedacht, denn das hat mich selbst am meisten überrascht. Ja, und nun viel Spaß mit diesem Video und immer dran denken, alles was ich hier sage ist komplett meine eigene Meinung, muss nicht eure sein und das ist auch gut so. So, und als erstes entferne ich hier mal diesen Anhang, der klebt nämlich ordentlich am Bein. Könnt es einfach so auseinander machen, dann geht es auch schon weg. Ihr wisst ja, so ein Kleber kann mit der Zeit teilweise auch die Farbe anlösen. Nicht ganz so schön. Darum würde ich die immer so schnell es geht entfernen. Haben sie hier aber geschickt gemacht, denn so könnt ihr es immer wieder dran machen, wenn er unbedingt auf diese Fähnchen hier besteht. Ne? So, also unser Baryonyx, wie schon gesagt, mit beweglichem Maul. Ich habe schon ein Video gesehen, wo der Kiefer also so dermaßen runtergeklappt ist, dass dieses mit diesem Hautanhängsel komplett rausstand. Das sah ganz furchtbar aus. Ist hier nicht so. Wahrscheinlich war das halt einfach ein Montagefehler. Hier ist es ein bisschen besser geworden. Aber bevor wir uns das alles anschauen, hier als erstes mal was zu seiner Größe. Wir haben am Kopf, am Hals gemessen eine Höhe von 7,5 cm. Am Schwanz an der höchsten Stelle komme ich hier auf 10,7 und wir haben hier insgesamt eine Länge, ich messe hier hinten, von 25 cm. Ja, ist also eine nette Größe und vom Preis her geht es für mich auch absolut okay, da ihr zudem wirklich schöne Farben kriegt. Das Grün gefällt mir gut, so ein helles Smaragdgrün und dann auch noch dieser Druck, diese Zeichnung. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben und dieses Muster, auch sehr positiv, unterscheidet sich. Also ist nicht einfach gekontert, auf der anderen Seite nochmal das Gleiche. Ihr seht es hier schön, wir haben hier wirklich eine komplett unterschiedliche Bemalung von vorne bis hinten. Ja, also das ist schon mal super. Gut, ich beginne hier mal mit dem Kopf. Und wenn ich den Kopf von dem Gelben hier daneben halte, dann seht ihr schon ein bisschen, was ich meine. Der Gelbe wirkt hier, ja, wesentlich oder unwesentlich realistischer als das, was wir hier sehen. Denn man sieht hier einfach eine freie Form am Kiefer, hier vorne auch noch ein bisschen gebogen und der Kopf ist nicht ganz so groß, wie wir es hier bei diesem grünen Exemplar haben. Hier wirkt alles ein bisschen statisch, aber wie schon gesagt, ist nur meine Meinung. Ne? Ihr seht, wie das hier so
gerade rüber geht. Hier vorne auch nicht unbedingt noch große Biegungen drin. Das wirkt alles relativ starr, auch der Unterkiefer, wobei sie hier sogar noch eine kleine Welle reingemacht haben. Ja, und wenn wir das dann auch noch mit der Montage hier unten betrachten, wirkt das alles ein bisschen steif, das Ganze. Aber ich sage es nochmal, es kommt in live nicht ganz so schlimm wie auf den Produktbildern. Ja, auch hier, seht ihr, was ich meine? Das geht so ganz unnatürlich hier rauf. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier in der Kamera kommt, aber in echt wirkt es sehr künstlich, sehr statisch. Ich halte zum Vergleich den gelben später nochmal daneben. Wenn wir mal hier auf den oberen Teil des Kopfes eingehen, ihr seht das Auge ganz einfach bemalt weiß mit einer schwarzen Pupille und es glänzt nicht mal. Dann auch noch ein weißer Klecks daneben, das haben sie mit Hand reingetupft, das ist nicht so Welle Wahnsinn, drumherum haben sie schwarz gesprüht. Ihr seht auch, dass die Struktur der Haut relativ einfach gehalten wurde. Ja, das Auge sitzt jetzt auch nicht irgendwie sonderlich tief drin oder so. Auch der Knochenhöcker überm Auge eher klein gehalten. Dafür findet ihr auf der Mitte hier noch so einen kleinen Höcker. Und hier haben sie so ein rostrot oder rötliches Braun drüber gesprüht und das war's dann auch schon. Und ich sag's nochmal, die Struktur ist extrem einfach gemacht. Einfach nur kreuz und quer geritzt und das war's dann halt auch schon. Ebenso sehen wir das hier auch am Unterkiefer, auch nicht großartige Details, ganz einfach gemacht. Hier haben sie mit so einem Cremeweiß bemalt oder ist die tatsächliche Gussfarbe? Ich kann es euch nicht sagen, auf jeden Fall läuft es in dieser Farbe hier noch in die Zähne rein. Hier unten das Zahnfleisch, die Zunge haben sie in einem hellen Rosa bemalt, aber auch das noch ein bisschen gebürstet, wie man sehen kann. Und der Kiefer, also es geht wirklich gerade so, er geht nicht weiter runter, dass diese gerade Flächen, wo hier oben aufhören, nicht rausgucken. Also sie haben es gerade so hingekriegt bei diesem Modell. Super. Aber ihr seht halt, wie unnatürlich das hier wirkt, ja, als ob es ein grüner Helm wäre. Zähne wurden einzeln gearbeitet, sind auch unterschiedlich lang, nicht zu groß, nicht zu spitz, da was hier mit Spielzeug zu tun haben. Übrigens, die Haut zwischen Ober- und Unterkiefer hat hier auch noch nette Einfurchungen bekommen. Sowas weiß ich immer zu schätzen. Ja, oben Gaumen nicht großartig bearbeitet, eher flach gelassen. Es geht hier aber schon ein Stückchen rein. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ob es zu dunkel wird. Das ist okay. Man sieht auch oben die Vertiefungen, wo dann diese überstehenden Teile hier reingehen. Das einfach zur Mechanik. So, dann sehen wir das Ganze noch von dieser Seite. Dieses Auge, ja, echt einfach bemalt. Da kann man auch nichts großartig schön reden. Ich will es aber nicht extra schlecht reden. Denn mehr erwartest du von diesem Teil hier auch gar nicht, ne? Aber ist okay. Ich sage ja, von dieser Seite kommt es fast ein bisschen besser als von dieser. Da sieht es echt statisch aus. Ich glaube, so sieht man das schön, so versteht man das, was ich meine. Okay. Ja, von der Unterseite betrachtet, eigentlich genau das gleiche Muster, wie wir auch seitlich und oben sehen, nicht mehr. Dann hier dieses Zwischenstück, wo der Kiefer dranhängt. Das wurde hier anmontiert, geht aber, kann man angucken. Habe ich bei Papo schon schlimmer gesehen, wenn wir ehrlich sind. Jo, dann geht es hier weiter in den Hals. Nicht großartig erhöht. Man sieht hier auf jeden Fall nette Falten, einfach gemacht mit diesem Punktmuster dazwischen. Das ist irgendwie so eine Rolle, wo man drüber fährt, wo halt diese Punkte entstehen, wo aussieht, wie wenn man irgendwie mit dem Kugelschreiber ohne Mine so reinpiekst, ne? Das ist also einfacher kann man es eigentlich gar nicht machen. Hier so leicht lappende Haut in diesem hellen Cremeweiß. Ich sage, ich weiß nicht, ob das die Grundfarbe ist oder ob sie wieder so ein rosafarbenes Gummi genommen haben und sie haben es halt einfach so in diesem hellen Creme grundiert. Kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Ja, und hier sind sie halt einfach mit diesem hellen Smaragdgrün drüber gegangen, was aber absolut passend ist zu diesem Modell. Ja? So, dann kommen wir hier, ich sag mal Schulterbereich, die Arme. Relativ kräftig gemacht, auch nach unten, wie das ausläuft. Ihr seht die Krallen, die vordere Klaue jetzt nicht extra groß gemacht, wie beim anderen Baryonyx. Relativ gleich dick. Läuft hier in einem Anthrazit aus und so haben sie auch die Finger besprüht und es läuft dann halt einfach in dieses Grün mit rein, vermischt sich mit diesem Weiß oder mit diesem Creme. Hier auf dieser Seite ganz genauso. Also es ist relativ einfach gemacht. Es ist kein großartiges Meisterwerk, aber die Krallen wurden hier etwas abgesetzt. Läuft also nicht einfach so in die Spitze rein, das weiß man ja auch schon zu schätzen. Jo, dann hier ein bisschen speckiger Arm, Pulloverarme, wie ich immer sage. Aber der Übergang, absolut, kann man angucken. An der Flanke ziehen sich die Falten und das Muster exakt genauso weiter wie am Hals. Also ihr seht hier keine großartigen Änderungen.
das ist relativ einfach gehalten, aber man kann es angucken. Es ist nicht schlecht gemacht und dieser schwarze Druck, dieser Aufdruck tut sein Übriges. Also das ist schon okay. Der Übergang in den Schenkel hier auch nett gemacht, ganz leicht noch die Muskeln hier angedeutet. Seitlich findet ihr jetzt auch nicht irgendwie großartig Rippen. Aber der Künstler hat es nicht ganz glatt gemacht. Also man sieht hier schon eine Erhöhung, eine Vertiefung, als ob sich hier Muskeln spannen würden. Dann hier auch so ein Hautlappen, wo ganz klar die Oberseite von der Unterseite abgeteilt wurde, durch so eine dicke Ader oder Falte, wie auch immer ihr das interpretieren wollt. Ja, hier die Falten einfach quer gemacht, auch mit diesem Lochmuster dazwischen. So, hier das Knie auch nicht extra angedeutet und genauso geht es in diesem Muster auch in die Waden rein. Die Füße, die Krallen, relativ kurz alles gehalten und das läuft hier auch in diesem Grau aus. Ne? Also wirklich ganz, ganz einfach gemacht. Hier seht ihr das ebenfalls. Aber die Stellung ist okay. Ne? Waden ein bisschen angedeutet, die Muskeln etwas angedeutet. Damit kann man schon leben. Es ist kein anspruchsvolles Modell, aber es hat seinen Reiz. Weiß auch nicht. Das Ding guckst du an und es gefällt dir oder du sagst, oh nee, ne? Ich habe es nicht bereut, dass ich es diesmal mitbestellt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auch hier Faltenmuster zieht sich wirklich durch bis zur Schwanzspitze. Hier haben sie dann noch mit Grau oder Schwarz gebrusht. Einfach so die Spitze dunkler gemacht. Es läuft hier wieder in dieses Grün mit rein. Hier unten wird es dann wieder in Cremefarben, Weiß. Hier in der Mitte auch noch so eine kleine Erhöhung. Kleines Schambein, nicht großartig angedeutet. Einfach gemacht. Baryonyx. Moje Dino Fans. Designed in the UK, made in China. Ihr seht am Bauch auch keine großartigen anderen Muster oder sowas zu sehen. Genau die gleichen Falten. Entsprechend immer in der Laufrichtung angepasst, etwas leicht abgeändert, aber ja, immer das Gleiche. Auch die Unterseite noch etwas quer eingeritzt. Und fertig ist unser Baryonyx hier. Was mir hier sehr gut gefällt, ist dieses schwarze Muster. Ich bin hier hin und her gerissen. Es sieht eigentlich aus, als ob es handbemalt worden wäre, aber die Arbeit kannst du ja gar nicht vorstellen, dass du da einen hinsetzen, der das hier mit dem Pinsel drüber streicht, oder? Das wäre doch viel zu aufwendig. Gleichzeitig sehen wir hier aber Stellen, wo die Farbe ein bisschen verläuft. Seht ihr das? So in diese Hubbels rein, als ob es wirklich mit einer feuchten Farbe aufgetragen wurde. Hier sieht man das ganz deutlich. Ich habe kein zweites Exemplar, damit ich es vergleichen kann. Für mich ist es ein Druck, weil da jemanden hinzustellen, der das Ganze hier drauf malt, nee, das kannst du nicht bringen. Das kannst du für den Preis letztendlich nicht verkaufen. Ich bin hier wirklich nicht sicher, wie sie es gemacht haben. Es sieht aus wie von Hand bemalt, aber ich kann mir bei dieser großzügigen Bemalung nicht vorstellen, dass da jemand mit einem Pinsel saß und da jede Figur so angemalt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, ja. Aber wenn ihr dann halt so ausgelaufene Farbe seht, ja. Wie auch immer, wenn es jemand weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dennoch, also wirklich sehr netter Dinosaurier, gefällt mir gut. Hat jetzt mit Museumslinie oder Realismus, gerade was den Kopfbereich angeht, nicht viel zu tun. Der Schwanz hätte auch noch gerne 2-3 cm länger sein können und vielleicht auch noch ein bisschen spitzer auslaufen. Das Ganze von den Proportionen her wirkt auf mich leicht cartoonhaft. Der Kopf ist meiner Meinung nach etwas zu groß für den Körper, zu massig. Der Körper an für sich ein bisschen zu kurz. Die Arme vielleicht auch ein bisschen zu dick. Schenkel lasse ich mal außen vor. Aber trotz allem, das Modell gefällt mir. Realismus hin oder her. Ich finde es echt nett. Die Stellung gefällt mir sehr gut. Leicht nach vorne gebeugt und mit dem etwas schrägen, offenen Maul kommt es gut. Egal von welcher Seite ihr euch das anschaut. Also ich mag den tatsächlich. Ja? So, und jetzt stelle ich hier mal den gelben einfach daneben. Oder einfach mal den ins Bild. Der wirkt da schon von den Proportionen her ein bisschen, ja, realistischer. Und ihr wisst, das ist ein neues Modell. Kein Repaint von dem blauen. Der hier wurde neu gestaltet. Ja, ich habe es ja schon mal im extra Video im Vergleich gezeigt. Den hier muss ich eigentlich auch noch extra reviewen. Aber ihr seht, die Formen sind hier irgendwie ein bisschen realistischer. Die Arme sind nicht ganz so dick, nicht ganz so lang. Die kräftigen Hinterbeine sind realistisch. Die Füße sind vielleicht ein bisschen groß. Müssen sie sein, damit er auch stehen bleiben kann. Der Kopf ist auch nicht unbedingt Welle Wahnsinn und realistisch. Aber trotzdem, ein bisschen harmonischer, ein bisschen kleiner, als wir es hier bei unserem grünen sehen. Da wirkt er schon ganz anders dagegen.
Von der Größe her muss man sagen, ist er ein klein bisschen kürzer, ein bisschen niedriger, nicht ganz so massig wie unser gelbbrauner hier. Ich halte die Köpfe nochmal nebeneinander. Hier seht ihr es, der grüne ist da schon noch ein bisschen massiger als der untere. Auch etwas kürzer. Über die fehlende Scharte hier oben braucht man es gar nicht unterhalten. Ich glaube, den Anspruch hat Mosche auch gar nicht. Ne? Und auch die Arme im Vergleich, weiß gar nicht, ob man sieht. Die Arme vom Grün wirken an der Figur ein bisschen massiver, kräftiger, als wir es hier unten haben. Und ihr seht, der Körper ist hier auch etwas länger gestreckt, als wir das hier bei unserem Grünen haben. Da ist das einfach ein bisschen gestauchter, kürzer. Ja? Man sieht schlecht, wenn die beiden nebeneinander stehen. Aber auch die werde ich noch in 360 Grad hier filmen. Ganz ehrlich, wir haben hier zwei Baryonyxe. Oder Baryonyx-Skulpturen, die ich für Mosche-Verhältnisse gar nicht schlecht finde. Bei dem Gelben kriegt ihr halt ein paar Details mehr. Dafür ist die Bemalung halt extrem einfach geworden. Das ist beim Grün halt doch schon ein bisschen besser. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern viel besser. Ja, aber ich weiß, dem einen ist es schon wieder zu quietschig grün. Ich meine, da gehen halt die Geschmäcker komplett auseinander. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ne? Witzig, gleiche Modelle vom gleichen Hersteller im gleichen Jahr und trotzdem so unterschiedlich. Also es könnten auch Modelle von zwei unterschiedlichen Herstellern sein, muss man auch mal klar so sagen. Ja, und gleichzeitig scheint es die gleiche Handschrift. Also es ist schon echt interessant. Und das macht mir auch Spaß an so Figuren-Reviews, an Vergleichen. Das könnte von der Einfachheit her wirklich der gleiche Künstler sein. Aber dennoch haben wir hier einen ganz anderen Stil, als wir es hier sehen. Ja, wie auch immer. Gut, dann würde ich sagen, komme ich hier mal zum Schluss. Also wenn ihr keinen Wert auf hundertprozentigen Realismus legt, dann würde ich euch empfehlen, guckt euch das Ding mal in echt an. Es ist, muss man sagen, ein Spielzeug Baryonyx, aber eine Figur, mit der man durchaus Spaß haben kann und die, wie ich finde, auch optisch ein bisschen was hermacht. Die Farben sind toll, die Bemalung ist toll, auch die Stellung gefällt mir sehr gut. Alles andere obliegt dem Geschmack eines jeden Einzelnen von euch. Hier auf jeden Fall der Mosche Baryonyx für 2020 mit der Nummer 387388 mit beweglichem Unterkiefer. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim 360 Grad Dreh. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Ruppi. Yay! Yeah.